natürlich. Ja, der noch ziemlich junge Harald Lesch hier. Spricht mit so einem anderen Dude über Sören Kierkegaard. Pausenlos dahinterher ist, wie halte ich mich oder. Ich weiß von Sören Kierkegaard schon ziemlich lange, über 20 Jahre, das ist damals, wo ich Nietzsche kennengelernt habe, glaube ich. Und ich glaube, der eine ist mit mir so gemein. Der war auch so ein Depressiver und so ein Mensch, der das Leben an sich so nicht verabscheut hat. Also, soweit bin ich zumindest nicht. Ich bin ja ziemlich zufrieden, aber der war ein ziemlicher Kirchenkritiker und hat an die Religion so nicht geglaubt, also der hatte nichts, woran er sich so festhalten konnte. Erzähl die da gerade. Und der ist auch mit 42 schon gestorben und ist damit, also bin ich damit jetzt schon 5 Jahre älter geworden. Das Wetter ist toll, wie man sieht. Und wo fahre ich heute hin? Irgendwo Richtung Solingen, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie lange. Also bis Gelsenkirchen sicherlich nicht, das ist mir zu weit wahrscheinlich. Aber schon ein ganzes Stück. Ich will so weit da hinfahren, wie ich es noch niemals vorher war. Mal gucken. The City of Kastrop. Wahrzeichen von Kastrop und dem allgemeinen Klassiker des Ruhrgebiets. Und da hinten habe ich noch vor 20 Jahren gewohnt. Aber jetzt geht's hier lang. Aus Kastrop raus. Und nach Solingen rein. Herne Solingen. Hier ist schon gleich aus meinem Ohr. Land. Wiese, Bäume. Kann man sehen. Was für ein beschissener Berg. Ich hab dir ein Fahrrad hochgeschoben. Voll im Arsch, Alter. Open Range schon. Okay, da vorne geht's nach Bohmgärte. Hier wieder mal, wie gestern auch schon oder vorgestern, was weiß ich, ein sehr gelbes, großes Feld. Und dann geht's weiter. Jetzt sieht's so aus, als würde ich doch nach Gärte fahren, rein. Ich gehe nach Hause jetzt.
ich doch Castro gezogen. Und wieder zurück nach Old Fucking Castro. Wohin geht's heute? Es geht heute wohl in die Stadt, die ich so gar nicht richtig mag. Herne. Trinkgeld da lassen oder ist das unverschämt? Dann eine Eichel. Ich denke, so weit schaffe ich's. Danach käme Gelsenkirchen. Das wird ein bisschen zu weit. Aber Richtung Herne war eine Eichel irgendwie. Also über Peppinghausen und so. Das Wetter ist so. Heute sehr bewölkt, aber in Ordnung. Also hier so ungefähr, in etwa, da so. Rhein-Herne-Kanal. Und jetzt gleich auf dem Weg durch Pöppinghof. So, erstmal jetzt über Land. Viel Land. Weites Land, offenes Land. Und hier Baustelle und ein bisschen gesperrt. Da liegt Pöppinghausen bereits hinter mir. Jetzt dort irgendwie Börnig, Holthausen, Herne. Ja, und es wird nicht so viel Landhaut geben, glaube ich. Heute wird mehr City geben. Ja, irgendwo Herne hier, ne? Ich habe nicht wirklich Ahnung, wo ich bin, wo es da hingeht, aber ich will sie, glaube ich, nehmen gleich. Ach, Scheiße. Ja, wieder Rhein-Herne-Kanal, wo ist eine andere Brücke? Und jetzt auf dem Weg, irgendwie, glaube ich, City von Herne. Gymnasium anscheinend hier, ne? City of Herne.
dann geht's nach Wanne. Jo. Auf dem Weg nach Wanne-Eickel. Ich habe nie verstanden, warum Wanne-Eickel so eine extra Erwähnung überhaupt hat. Das ist auch so ein Stadtteil wie Börnig, Holthausen, Solingen. Aber warum übertrieben so Wanne-Eickel extra Herne 2 erwähnen? Verstehe ich nicht. Ja. Herne Wanne, Herne Eickel. Ja, besser wird's noch nicht. Jetzt will ich wieder kehrt machen. Reicht. Geht's wieder nach Hause. Hat gereicht. Nicht, dass dieser Markt mir so gut gefällt, aber die Aussicht von Brücken ist grundsätzlich toll. Und klassisch für Ruhrpott-Industrie. So hohe Gebäude haben wir in Kastrop nicht. Suizidgebäude, wie ich es nenne. Das Haus hier ist ziemlich neu. Das kann man die Schule da nicht sagen. Da war ich mal von 85 bis 87. Da war es so eine Hauptschule. Das sieht doch nach einem ganz guten Plan aus. Wedingsheide. Der Campingplatz, wo ich auch damals mal in den 80ern, wo wir damals mal hingefahren sind, immer übers Wochenende. Ja. Gestaut, hängt heute letzte Tour. Also ich bin bisher ich wollte den Campingplatz Wedingsheide, wo aber nur wenige Meter wir damals von 85 bis 87, okay, guck mal da. Nee, länger, bis 90 oder 91 hingefahren sind. Immer Wochenende, das war wie so ein Schreibergarten, ist ja ein Campingplatz. Immer wenn ich so 1990 denke, denke ich an Szenen beim Campingplatz dort. Ich glaube, wir waren auch Silvester 1990 dort. Könnte sein. Ja, da will ich halt hin. Das sieht nicht so weit weg aus. 30 Kilometer? Gibt es da ein Problem? Noch nur, ob mein Handy diesmal trackt, richtig. Google Fit. Gestern und davor die Radtour ging das irgendwie ganz schlecht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich meine, das waren 15 Kilometer fast. Hat er nur aufgezeichnet von hier nach Wanne-Eickel und wieder zurück. Das wären insgesamt fast 30 gewesen. Naja, wir gucken. Und jetzt um 7 Uhr ist das Wetter wirklich schön.
So, jetzt hier irgendwo links oder westlich, ich glaube westlich ist es hier, von Datteln, vom Anfang von Datteln. Und dann schaue ich mal, ob ich den Campingplatz finde. Tat. So, Horneburg verlassen wir jetzt. Jetzt nach Datteln, dann möglichst schnell durchdatteln. Ja, Datteln, langweilig. Hier kann man nicht viel erwarten, Datteln. Okay, hier habe ich mal meinen Altenpflegeexamen gemacht, am BFW. Ist halt nicht mal da. Da haben wir eine Pause mal abgehangen. Und da hinten ist auch die Kirche. Ja. Pizzeria war damals hier drin. Ja, und hier ist die Kirche. Und hier habe ich auch kurzfristig mal gearbeitet. Ein paar Tage allerdings nur. Außerhalb von Datteln offenes, weites Land. Ja, zur Abwechslung mal ein Pferd. Ja, Landbauernhof. Zwölgeswitscher, wie sie schön. Hm? Und ich muss doch trinken, weil ich hab voll Pappmaul, Alter. Okay. Ich hab eine Menge hier da hinten. Jetzt irgendwie noch rein, da bin ich damals mit meiner ersten Freundin mal Händchen haltend lang gegangen. Dort hinten bei den Bauern. Dort konnte man damals ganz frische Milch bekommen. Und dort in etwa ist der Campingplatz, wo ich darauf hinfahre. Ja, 85 bis ungefähr 90. Waren wir da relativ oft. Das war vorhin relativ viel Quatsch, was ich erzählt habe. Ich war noch gar nicht da und hier geht es jetzt lang. Und ich glaube, dort bin ich damals mit der kleinen Perle lang gegangen oder sowas. Doch hier, ich weiß nicht mehr so genau. Also ich glaube, das hier war dieser Bauer, da konnte man immer frisch umwandeln. Da hinten geht es dann weiter. Dort in dem Wald sind wir auch öfters gewesen, so als Kinder. Langsam wird es schwierig. Also diese Campingsachen waren ja noch nicht da. Hier war, glaube ich, dasselbe, kann sein. Ich glaube, da vorne war ein Bauer und Scheune und so was. Und daneben war dann Fußballplatz, Schrägstrich, Kinderspielplatz. Ist echt viel verändert worden, meine Fresse. Hier hat sich sehr viel getan, meine Fresse. Nicht so wieder zu erkennen. Da vorne umfährten wir zweite Weg links rein, unseren Wohnwagen, glaube ich. Hier waren nur Bäume und halt Ende. Ganz normal. Völlig anders als hier. Ganz, ganz, ganz anders. Und hier waren damals die Duschen. Ja. Ja, und hier das Restaurant damals, wie gefeiert wurde. Und da bin ich mit der Perle immer spazieren gegangen. Und dieser Weg ist noch genauso, glaube ich, wie er damals gewesen ist. Bis da vorne sind wir viel gegangen. Ja, und das halt die Rückenansicht zum Campingplatz. Und halt, wie gesagt, irgendwo dort hatten wir unseren Platz. Okay, das soll es jetzt auch gewesen sein. Das alles, glaube ich, war damals auch so, wie es jetzt ist. Ob dieser Ding da war, weiß ich nicht, dieses komische kleine Stromhäuschen, was weiß ich. Aber ansonsten
sieht das alles ziemlich gleich aus. Und so sah der Ausblick auch immer schon aus, glaube ich. Na gut, nach Hause wieder. Und in diesem Wald haben wir auch des Öfteren gespielt, denn ich bin noch ganz genau rein. Ja, damals, 85 bis 90, war hier doch die schönste Zeit. Ansonsten Herne und Danninghausen eher weniger.